Na, ich denke, dass insgesamt die Mannschaft und die Spieler sehr konzentriert im täglichen Training arbeiten, motiviert, dass eine gute Atmosphäre an derselben Straße herrscht und dass sowas natürlich auch beflügelt. Und Thomas hat auch am Samstag schon relativ gut gespielt, aber heute hat er aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht, weil er sehr viel gearbeitet hat, nicht nur das erste Tor erzielt, sondern sehr viel gearbeitet, viel unterwegs war, nach hinten Löcher gestopft hat und da habe ich wieder so weit, ein Stück weit den Thomas Müller gesehen, wie ich ihn hier kenne. Und ja, aber das ist auch notwendig, dass gerade die etablierten Spieler, dass sie vorangehen. Er ist Kapitän. Und das ist sehr erfreulich auch. Ja, das ist doch ganz klar, wenn ich so nach einem Drittel eine Mannschaft übernehme, was ich ja in meiner gesamten Laufbahn noch nie gemacht habe, dann ist es doch notwendig, dass man Rückenwind bekommt. Das heißt, dass man die ersten Spiele gewinnen muss oder will. Zum Beispiel am Samstag oder heute wieder ein anderer Wettbewerb, Champions League, wo das Ziel ist, des FC Bayern, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Und da können sie nicht viele Experimente machen. Aber natürlich habe ich mit allen Spielern gesprochen, die nicht heute von Anfang an dabei waren, mehr als mit den anderen. Und sie wissen, was ich vorhabe, wie ich die Mannschaft führe. Und deswegen glaube ich schon, dass die nicht unzufrieden sind und dass sie auch ihre Chancen bekommen, weil wir haben ein Riesenprogramm und da braucht man alle Spieler. Und das habe ich den Jungs auch ganz klar zu verstehen gegeben. Und ich bin auch ein Mann, wenn die Spieler fit sind, wenn sie ohne weiteres eingesetzt werden können, und das sind ja meistens alles nur Nationalspieler, dann werden sie auch ihre Spiele bekommen. Das ist für mich klar. Nur zuerst, wenn sie kommen, müssen sie erstmal die ersten zwei Spiele gewinnen oder die ersten drei Spiele. Das ist doch ganz klar.